Liebe Geschwister im Herrn Jesum Christum, in der Reihe aus der Scofield Index Bibel, der Prophet Nahum, Verfasser Gott, Schreiber Nahum, Thema Gericht über Ninive, Datum der Niederschrift 7. Jahrhundert vor Christus. Nahum bedeutet Trost Gottes, eine ähnliche Bedeutung wie der Name Nehemia. Nahum prophezeite während des 7. Jahrhunderts vor Christus. Sein Buch ist die Fortsetzung des Buches Jona. Die Umkehr unter Jona schob das Gericht Gottes über Ninive etwa ein Jahrhundert auf. Nahums Prophetie geschah wohl zwischen der Zerstörung von Theben oder No, 3 Vers 8, durch Assurbanipal im Jahre 666 vor Christus und der Eroberung von Ninive durch die Babylonier und ihre Verbündeten im Jahre 612 vor Christus. Der Stil des Propheten Nahums ist lyrische Poesie auf höchster Stufe. Von vielen wird er für den leidenschaftlichsten aller Propheten gehalten. Allgemein wird zugegeben, dass seine Botschaft lebendig und kräftig ist. Das Buch kann wie folgt eingeteilt werden. Erstens das Wesen Gottes, 1, Vers 1 bis 8. Zweitens die Strafe Gottes über seine Feinde, 1, Vers 9 bis 2, Vers 1. Drittens die Zerstörung Ninive wird ausdrücklich berichtet, 2, Vers 2 bis 14. Viertens die Ursache der Zerstörung. Nahum, Abriss und Gliederung zur Bibel von Robert Lee. Dieses Buch ist wie die Scofield-Bibel immer noch zu erwerben, zu sehr guten Konditionen. Kann ich nur empfehlen. Also die Scofield-Bibel, die kann man auf der Basis der Elberfelder Studienbibel kaufen. Oder aber auch Abriss und Gliederung im Buchhandel, ganz normal. Ich kaufe alles so beim Berühr Verlag Zürich. Schlüsselworte, gänzliche Zerstörung, Kapitel 1, Vers 8 bis 9. Botschaft, das schreckliche Schicksal der Abtrünnigen. Nahum, der Schreiber dieses Buches war aus Elkosch gebürtig. Es gibt ein Elkosch in Assyrien, wenige Meilen nördlich der Ruinen Ninives. Dort ist lange Zeit ein Grab als das des Nahums gezeigt worden. Doch wird dieser Ort von den Sachverständigen aus verschiedenen Gründen zugunsten eines Elkosch in Galiläa verworfen. Letzteres wurde, obwohl in Trümmern, von einem eingeborenen Führer, den Hieronymus als Nahums Heimat bezeichnet. Geschichtliche Tatsache. Diese zu kennen ist wichtig für das richtige Verständnis des Buches. Gegenstand. Das Buch hat nur ein Thema, die Zerstörung Ninives. Es wurde etwa 150 Jahre nach der Sendung Jonas geschrieben. Die Umkehr auf Jonas Predigt, so aufrichtig sie auch war, war doch nicht dauerhaft von einem vollständigen und vorsätzlichen Abfall von Gott verdrängt worden. Sie waren nicht bloß Rückfällige, sie waren weit schlimmer als das. Abgefallene Rebellen, die mit voller Überlegung Gott verwarfen und herausforderten, von dem sie sich einst gebeugt hatten. 2. Könige 18 und 2. Könige 19. Jehova nahm sie die trotzige assyrische Herausforderung auf und Nahum war erwählt, diese Weissagung des endgültigen und vollständigen Sturzes Ninives und ihres Reiches aufzuzeichnen. Ein Reich, das auf Gewalt und grausame Unterdrückung aufgebaut worden war und das dazu bestimmt war, auf gewaltsame und außergewöhnliche Weise unterzugehen. Die Erfüllung von Nahums Prophezeiungen ließ sich nicht lange auf sich warten. Um das Jahr 600 vor Christus wurde Ninive zerstört.
Stil des Buches. Nahum formt ein schönes, lebendiges, malerisches Gedicht von der Größe, Macht und Gerechtigkeit Gottes und dem Kampf zwischen Jehova und dem grausamen, herausfordernden Weltreich Assyriens, Ninive. Ein großer Kenner der Propheten schreibt: Keiner der kleinen Propheten scheint Nahum an Kühnheit, Eifer, Erhabenheit gleichzukommen. Seine Prophezeiung ist ein regelrechtes und vollkommenes Gericht. Die Einleitung ist nicht nur von außerordentlicher Schönheit, sie ist geradezu majestätisch. Die Vorbereitung der Zerstörung und des Sturzes Ninives wird in den lebhaftesten Farben geschildert. Die Beschreibung ist im höchsten Grade kühn und glänzend. Gliederung. Das Buch zerfällt in zwei Abschnitte, die uns zuerst mit dem Richter und dann mit dem Gericht bekannt machen. Der Richter, Kapitel 1, Vers 1 bis 7. Das Buch beginnt mit einer Erklärung, wer und was Gott ist, indem es eine erhabene und machtvolle Aufstellung jener Eigenschaften Gottes gibt, die die Grundlage all seines Handelns mit den Menschenkindern bildet. Zweitens. Im Bild eines Sturmwindes ist die überwältigende Majestät Gottes dargestellt. B. Das Gericht, Kapitel 1, Vers 8 bis 3, Vers 19. Erstens. Das Urteil, Kapitel 1, Vers 8 bis 14. Erstens. Zur Vernichtung verurteilt. Ninive wurde erstürmt, als die Verteidiger trunken waren. Drittens. Zweifellos bezieht sich Vers 11 auf den hohen Rabsakses. Viertens. Der Name soll ausgelöscht werden. Zweitens. Die Anwendung. Das erste Kapitel schließt mit einer Warnung an Juda. Zweitens. Dies ist ein Aufruf an Juda, der im Anschluss an das über Ninive Gesagte äußerst eindringlich ist. Gott würde strenge mit ihnen verfahren, wenn sie nicht vom Irrtum ihrer Wege umkehrten. Drittens, das prophetische Gesicht, Kapitel 2. Das Gemälde, das von der Belagerung und dem Fall Ninives sowie der nachfolgenden Verwüstung entworfen wird, ist von überaus lebhaftem und anschaulichem Charakter. Der Prophet sieht und lässt seine Hörer all die schrecklichen Bilder der tragischen Szene sehen. Viertens. Die Gewissheit, Kapitel 3. Der Sieger und die Besiegte. Die Ursache der Niederlage. Die Gewissheit des Gerichtes, Kapitel 3, Vers 8 bis 10. Viertens, hier werden verschiedene andere Einzelheiten der Belagerungen mitgeteilt. Botschaft. Dies ist eine zweifache. Erstens, ist es eine Botschaft des Trostes, der Name Nahum bedeutet Trost, an ein gequältes und geängstigtes Volk, das bedroht ist durch die grausame, schreckliche Macht Assyriens. Beachte, wie tröstlich die Verse 1, Vers 7, 12 und 13 sind. Zweitens. Es ist eine Botschaft der Warnung, welche zeigt, dass Gott mit einem abtrünnigen Volk nur den Weg der Vernichtung gehen kann. Im Herrn Jesus Christum einen guten Tag. Hier will ich folgen.